soll doch die Aufnahme wieder starten. Wenn man da schon runterklettert, wo geht's da? Oh, was haben wir da? Das gefällt mir nicht, aber ist okay. Doch mal wieder Licht an. Ich glaube, hier sind wir mal ganz kurz sicher. Ich hoffe. Alter Schwede. Puh. Ach ja, natürlich, hier brennt es. Ich finde das Game unendlich geil. Auf jeden Fall. Aber ich kann das halt... Wieso geht... Ah, okay. Batterie ist nicht geladen. Jetzt... ich kannte es halt vorher schon. Ich habe das mal angefangen, irgendwie mal zu gucken. Schon ewig her. Aber es ist halt unendlich gut. Ladungspack. Ich höre das Vieh hier rumlaufen. Das war jetzt nicht direkt hier. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, ist das schön. Das, ja, das würde ich sagen. Direkt einmal kurz eingenommen. So, warte mal, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wir müssen da lang, okay. Über uns. So, warte mal. Wir können einen Molotow machen, theoretisch. Wir können aber auch einen Geräuschmacher machen, was viel, viel wichtiger ist, finde ich. So. Trotzdem noch einen Molotow. Ich kann theoretisch trotzdem noch einen Molotow machen, aber ich hätte gerne die fehlt ein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Oh, da sind Menschen. Das ist nicht geil. Präparatur benötigt. Da hängen noch mehr rein. Schießt einfach auf alles, was sich bewegt. Alles total verrückt. Geistig zusammen. Sie haben ihn einfach getötet. Und jetzt sind sie auch tot. Also beruhig dich einfach. Danke für den Follow, Not Mighty. Danke. Das ist noch ein Ladungspack. Danke, danke. Danke. Das höre ich gerne. Für mich. Bitte sag mir, dass es hier. Ja, ich kann hier hin. Mahoney, zum Glück. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Wir haben das Überwachungsband gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Fuck. Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Ihr seid gleich beim System- und Synthetenlager. Da gibt's genug für eine Reparatur. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Werft einen Bedarfsandroiden an. Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unternimmt etwas Ordnungswidriges. Mit einem Androiden im Lager zu sprechen, sollte in Ordnung sein. Er wird wissen, wie man den Aufzug repariert. Okay. Francis, Ende. Arschloch. Wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Der Penner steht genau hier vor. Da.
jetzt nicht mehr. Der steht da und der andere Dude steht jetzt da und guckt noch nach da. Das heißt, ich kann jetzt hier mal kurz Folgendes tun. Der Schacht führt in die falsche Richtung. Ich würde halt gern da lang. Okay, warte mal, wir gucken mal, wo mich der Schacht hinbringt. Bin ich einfach blöd und habe den unter mir nicht gesehen? Nee. Ah, okay, der bringt mich auf die andere Seite. Alles klar. Please don't kill me, little alien. Also, was jetzt? Moment, lass mich nachdenken. Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört. So viel war mir auch klar, du Genie, aber was hat sie ausgelöst? Ist bestimmt Waits. Hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten. Fernsprengladung. Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein. Vielleicht ist das die Lösung. Ich habe gehört, Waits hat einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie. Da könnten wir hin. Hast du mich nicht gehört? Der Irre jagt alles in die Luft. Nein, danke. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Dann halt's Maul und lass mich nachdenken. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Okay, noch mehr Schrott geht nicht. Oh, Alter, diese... Ich warte nur irgendwann drauf, dass ich das, die Taschenlampe anmache in einem von diesen Vans und das Vieh einfach direkt vor mir steht. Etwas hat die Schüsse gehört. Ach, hör doch auf! Wieso sollte er aufhören? Er hat doch recht. Etwas hat die Schüsse gehört. Wir schaffen das schon. Haltet nach Bewegung Ausschau. Mir gefällt nicht, wo ich bin. To be honest. Das sind die beiden Spinner, ja, aber ich... Dadurch, dass die sich da unten so viel bewegen... Gibt's irgendwas... Unter mir. Ich habe da was gesehen. Das gefällt mir gut. Raus. Oh, hoppala. Immer wieder die gleiche Kacke. Ich drücke immer wieder die falsche Taste. So. Jetzt können wir hier tatsächlich uns nochmal einen Medkit basteln. Pack es rein. Danke. Gerät gebastelt. Sehr gut. Ich hasse Siegs. Was ist im Vent? Okay, wir haben jetzt eine Karte von hier. Da hinten geht's wieder runter. Wir müssen. Wo müssen wir eigentlich hin? Bringe die medizinische Ausrüstung zu Taylor. Ach ja, stimmt, wir müssen ja immer noch zu Taylor. Gibt es hier irgendwo einen Dings dafür? Ne, gibt keinen. Diese ganze Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir mussten. Das Vieh kann natürlich jetzt auch, während wir hier gerade drauf zugreifen, aus Fehler. Freigegeben. Voraus. Bericht. Smite. Leiter der Synthetenentwicklung haben soeben die Baupläne für den 120A8 erhalten. Ich weiß ja nicht, wie viel wir unseren Maulwurf zahlen, aber Siegsen wird eine ganze Menge mehr hinlegen müssen. Für Weyland-Yutani ist ja das andere Unternehmen, ne? Ist das alte Technologie, aber es überschreitet unsere Möglichkeiten bei weitem. Unsere Chefs und Aktionäre hören einfach nicht zu. Wir brauchen Investitionen. Die Firma und all ihre Anleger sind Lichtjahre voraus. Okay. Haben wir ein Audio? Ja, wir haben Audio. Ich habe mir Ihren Bericht über die Weyland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen.
Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000 Dollar Anzüge. Es läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Ich wusste, dass das finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Nein, zum Ende. Okay. Und wenn wir jetzt ins Zubehör reingehen, ist da nur ein Fehler drin, da ist nichts weiter. Okay. Alles klar. Diese ganze Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir machen. Das ist direkt über mir, ich hab's gewusst. Also das Vieh ist auf jeden Fall hier. Gibt's hier ein Vent? Kann das hier rauskommen? Nee, ne? Bin ich ja eigentlich erstmal sicher hier. Blödes Ding, geh weg. Alter, man wird echt paranoid hier, ne, in diesem Spiel. Und das nicht zu wenig. Wir werden bald schlafen. Da ist nochmal ein Speicherpunkt. Oh, perfekt. Wird man noch. Das ist halt so. Ey, yo, guck mal hier. Du hörst die Geräusche, wo könnte es rauskommen? Okay, nein, das sind Lichter. Alles gut. Ja, das sind Lichter. Da kann mir nichts passieren. Das sind Lichter. Ach, du heilige Scheiße. Hier noch irgendwas? Okay, wir haben das da oben. Die Anspannung ist auf jeden Fall immer da. Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was halten Sie davon? Speeding macht mich kalt, wenn ich nicht anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Oh, nur Herren, okay. Huch, hoppala. Sollte vielleicht auch reingehen, oder? Genau, warte mal. Ach nee, es wäre Bild runter oder Scrollen, genau. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen im Herzen der Sevastopol Synthetic Solution. Nächster Halt auf unserer Tour ist das Systektorm mit dem Apollo-Kern, aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung benötigt die Apollo-Synthese. Eine größere Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann, kommen Sie hierher. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung vollautomatischer Syntheten-Reparatureinheiten ist, okay, ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens. Ganz ohne teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in Logs gespeichert. Meine Herren, so sieht die Zukunft aus. Morgen gemeinsam. Nachdem Sie ja festgestellt haben, dass Sie ja nicht so gut dabei sind. Lagerinventar. Russell, die von oben wollen eine komplette Übersicht über das gesamte Komponentenlager. Okay. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch. Synmite. Okay, also mehr war hier nicht, ne? Das ist ein Fehler. Ja, mehr ist hier nicht drin. Ich weiß, dass du bei mir bist, Arschloch. Halt die Klappe. Gibt's hier irgendwo ein Vent? Ich habe hier auch keinen Vent gesehen, ne? Vor allem die brüllen da drinnen so rum und das Vieh ist immer über mir. Wo ich mir auch so denke, das ist ja... Wow. Danke. Ich bin jetzt bei der nächsten Tür, wa? Das ist meine Chance. Ich bin mal in dem nächsten... Gebiet, Bereich, was auch immer. Wenn das Vieh jetzt aber von hinten kommt. Oh, scheiße, über mir ist ein Vent. Shit. Aber da ist noch ein PC. Den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh, noch mehr. Nein. Noch mehr Schrott. Die Tür geht nicht zu, ne? Das macht mir ein bisschen Angst, aber ist okay. Kann ich irgendwie auf das Terminal zugreifen? Nein? Okay. Vielleicht, wenn ich aufhöre zu dingsen. Ah ja, jetzt kann ich.
Na, ja, 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 Terminal, genau, danke. Fehler. Morgen gemeinsam 6. Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschienen in Auge auf 6. Unser bemerkenswertes Wachstum. Sieg und Sohn. Siegson. wurden zum Rückgrat in der kolonialen Ausbreitung. Mit Überlichtgeschwindigkeit, mit verlässlichen Komponenten, die die Menschen in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen und im Jahr 2066 betrieb es große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Chigat-Wargentin auf dem Mond. Ah, okay. 2071 verkaufte die Familie Sieg ihren Anteil an der Firma und Entwicklung hielt stetig an. Oh Gott, okay, der Satz ist... Ja, okay. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sohn zu Marktführern bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattung und Baumaterialien wurde. Psst. Ich möchte jetzt hier keine Geräusche haben, danke. Zum Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ereignis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Sieg und Sohn wurde Siegsen. Wir nahmen den Namen... Oh Gott, das ist übel. Unter dem unsere Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten und wandten uns gemeinsam dem Morgen zu und dem Sternen. VIP-Besuch. Ob ich das wirklich abspielen sollte? Mike, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das weiter, wenn ich die potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Heavys sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen Sie das nicht. Spedding Ende. Okay. Und wieder runter. Denn irgendwo Bewegung? Ja, da habe ich Bewegung irgendwo. Aber ganz weit weg. Hoffentlich. Wenn ihr aufspielt, kannst du... Ah, okay, alles klar. Okay, hier brauche ich eine Schlüsselkarte. Hinter mir ist gerade eine... Nutzen Sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager? Alles klar, dankeschön. So, wo ist hier der Vent? Ich habe es gehört, ich habe es nur noch nicht gesehen. Nein! Bin sein Weg dem da. Ach, natürlich hinter mir. Wo auch sonst? Okay, sie kann hier zum Glück gerade nirgendwo raus. Außer... Hier. So, warte mal, da komme ich nicht rein. Von da hinten komme ich. Das heißt, es gibt nur einen Weg für mich. Und der heißt hier hoch. So, dahin, wo das Vieh wahrscheinlich irgendwo rumlungert, oder? Okay, das hier könnte ich Gerät unzureichend nicht hacken. Okay, danke. Ja, okay, hab's verstanden. Da darf ich auch nicht rein, dann eben nicht. Meine Güte. Yay. Speichern. Ich liebe es, in Horrorspielen zu speichern. Das ist das Beste, was es gibt. Okay. Gerät unzureichend. Willst du mich gerade verarschen? Das ist ja witzig. Okay, aber da komme ich nicht rein, da komme ich nicht rein, da komme ich auch nicht rein. Ich habe leider eine andere Befürchtung, wo ich hin muss. Ich muss gestehen, da will ich absolut gar nicht hin. Ich muss wahrscheinlich wieder zurück. Dahin, wo ich
hergekommen bin. Hierher, wo die Dudes waren. Und wo sie gestorben sind. Was zum Henker war das gerade? Da ist eine Hand. Ich glaube, der glitscht da ein bisschen rum hinter dem Dings. Das will ich mal kurz mal kontrollieren. Moment. Ich glaube, der glitscht hier hinten ein bisschen rum. Jo. Hey, Mister, du bist tot. Hör auf, dich zu bewegen. Da oben ist der Androide. Schrott kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, also. Was gibt's denn hier? So, irgendwo muss ich doch jetzt einen Zugang bekommen für den... Für die... Ich war das nicht. So, warte mal, hier bin ich rausgekommen. Hier bin ich ja hochgekommen. Aber ja, hat uns schön zugewunken, ne? Also das muss man ihm ja mal lassen. Also irgendwo muss... Oh, ist das noch Ethanol? Ja, Bindemittel ist auch okay. Nehme ich auch mit. Der hatte nur den Schrott mit, okay. Dude, bitte. Halt die Klappe. Okay, irgendwo da und da komme ich nicht durch. Schauen Sie Zugang zum Warenlager. So, wie gesagt, da komme ich allerdings nicht rein. Da war ich drinne. Da ist der PC. Da komme ich nicht rein. Da ist ein Vent an der Seite. Okay, warte mal. Muss ich vielleicht doch nicht hier sein? Oh, er ist immer noch da. Hallo. Hi. Ja, hallo. Fuck, immer ruhig weiter mit deinem Ärmchen. Ist okay. Okay, also hier kriege ich auf jeden Fall keinen neuen Zugang. Hallo. Ja, gibt so witzige Sachen, die mal passieren hier. Es ist nicht das erste Mal, um ehrlich zu sein. Das ist echt nice, ja. Ah, hier unten ist ein... Na, super. Gut, dann gucken wir mal kurz hier durch das Warenlager durch, ob wir hier... irgendwo... einen Zugang bekommen, weil da oben kommen wir ja nur weiter, wenn wir den... unser Gerät verbessern. Aber das Gerät möchte noch nicht verbessert werden, leider. Noch rein. Und da ist ein Speicherpunkt. Das gefällt mir nicht, dass da... Aber da ist das Upgrade wahrscheinlich. Oh, hoppala. Ich kriege mal kurz hier drunter. Guck mal kurz, was ich alles craft. Also das wollte ich sehen. Genau das wollte ich sehen. Schönes Medikit. Ich weiß, dass du bei mir bist. So, können wir uns hier noch einen Molly basteln? Ah, der geborene Ingenieur. Ja, das weiß ich natürlich. Nee, Rauchkanne da nicht da. Können wir nochmal hier ein bisschen was in den Geräuschmacher reinpacken schon mal. Rauchbombe nicht, das nicht mehr. Das eh nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Ich habe Lerngranaten, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben.
Okay. Nee, bitte nicht. Nimm mal was. Nimm mal sowas. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube. Ich baller mir eben nochmal schnell. Oh. Da ist eine Karte. Das ist was Karte. Perfekt. Da, das sind die Ausweiskarten. Okay, die ist neu, die ist neu. Ich muss da hin navigieren. Stimmt. Ja, das wäre wahrscheinlich dann mein Tod. Also gehe ich jetzt mal von aus. Okay. What? Aber ich glaube, da ich morgen arbeiten muss. Ja, doch, ich glaube, ich mache jetzt hier einen Cut, bevor ich das nehme. Das heißt, ich werde jetzt speichern. Meine Katze sieht das genauso, wie man hört. Ja. Und dann setze ich erstmal die Aufnahme für YouTube raus. Bis zum nächsten Mal.